Guten Morgen wünsche ich dir. Es ist 11.30 Uhr und das heißt, wir spielen wieder eine Runde Dragon Mania Legends. Heute ist für mich Tag 27. Ich kriege 23.000 Gold. Und ja, nicht mehr lange, noch 3 Tage. Dann haben wir Tag 30 und dann endlich bekomme ich diesen verdammten Strahlendrachen. Ich habe keine Ahnung, ob der gut ist. Lass doch mal einen Tipp da. Ist der Strahlendrache überhaupt so gut oder ist das eher so ein Lockmittel, um mich ein wenig am Ball zu halten, täglich einzuloggen? Ja, bin sehr neugierig. Also wenn ihr Tipps habt, wenn ihr mir sagen könnt, ist der Strahlendrache gut oder schlecht oder was auch immer, bin ich euch sehr dankbar. Als erstes möchte ich meine Belohnung. Oh, und meine VIP-Mitgliedschaft läuft in 3 Stunden ab. Na, wie gut, dass wir jetzt gerade dabei sind, noch unsere schnellen Aufgaben zu erledigen, damit ich den Bonus mitbekomme. Das mit Xbox wissen wir. Okay, nee, das möchte ich jetzt nicht machen. Das Event läuft noch, aber da bin ich weit von entfernt. Weit. Zumindest ein Dia, come on. Ein Dia hätte ich gerne. Deshalb gucken wir gleich, was in dem Ei da ist. Und da... Was ist das? Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott, ich heule gleich, Leute! Da ist der Sonnenblumendrache! Oh Gott! Okay. Ich bleib mal eben ganz kurz ruhig, aber oh, es hat so Ewigkeiten gedauert. Er trägt ein Krönchen oder so. Oh mein Gott, es hat so lange gedauert. Oh, ich freue mich so. So. Fürs allererste Gold. Okay, Laune ist gleich auf dem Höhepunkt. Super. In der letzten Folge habe ich noch so rumgemosert und so, alles kacke und so. Und jetzt habe ich ihn. Also alles richtig gemacht. Ha, sehr schön. Erstmal bringen wir dich kleines Ding zum Schlüpfen und danach werde ich dich verkaufen. Wobei, Moment, warte mal. Oh, meinen Stein abgeschlossen. Zumindest den einen Edelstein habe ich noch gekriegt. Ich habe doch hier in meinen... hier in meiner Box habe ich doch hier so ein Wasserhabitat. Kann ich da nicht zufällig aus so einem Pflanzending reinsetzen? Das, ich meine, die sammeln mir zumindest noch ein bisschen Gold. Nein, du kannst so ein Pflanzending. Kann ich irgendwas dann umsetzen da rein? Wer möchte umziehen, Jungs? Irgendjemand? Guck mal bei den Pflanzenboys. Tex war doch hier so ein Multikulti-Ding. Ach nee, der hatte Wind. Und du? Auch Wind. Ihr wollt mich alle? Ihr wollt mich alle ein bisschen trollen. Hier, du? Auch Wind. Warte mal, aber du, wenn du Wind bist, ne? Dann kann ich doch eigentlich Ellen umplatzieren. Ach nee, Ellen ist ja reines Windelement. Das sieht immer aus wie so eine Wasserschlange. Ich kann mir nicht helfen. Warte mal, Rell war Erde und Wind. Dich! Du bist doch hier so ein Multikulti-Ding. Habe ich für dich nicht noch einen Platz? Ach nee, du sitzt ja im Wasserhabitat. Oh Gott, tut mir leid. Es ist noch früh am Morgen. Nicht nur original um 11.30 Uhr kommt das Ding online auf Sofa Gaming. Nein, ich bin... meistens auch noch nicht so ganz wach, wenn es, ja, wenn es dann losgeht. Du bist auch Wind und du bist Wasser. Warte mal, das bringt mir jetzt auch wieder nichts. Oh, die Windhabitate und die Pflanzenhabitate sehen so verdammt ähnlich. Das ist ja abartig eklig. Was mit dir? Nee. Und du? Ich gebe es gleich auf. Ich hätte euch schon längst alle streicheln können. Nee. Aber wisst ihr was? Dann packe ich das Ding... erstmal wieder eine Box. Und gucke mal, was ihr mir so geschickt habt. Rune. Vielen Dank. Dankeschön. Danke euch, dass ihr mir immer noch so tapfer die Rune schickt. Ist echt toll. Dafür kriegt ihr natürlich auch wieder Runen. Also, wenn ihr mich zur Freundesliste addet... Oh, ich habe ein Trophäe erhalten. Wenn ihr mich zur Freundesliste adden möchtet, der Rekrutierungscode ist 5393FB. Ich werde euch mindestens täglich eine Rune schicken. So viel ist sicher. Also, mit mir habt ihr gewonnen. Na, ist auch geil. So, was habe ich denn da jetzt geschafft für einen Erfolg? Sende Freunden 50 mal Geschenke. Guck mal. Ne, mit mir ist der Erfolg sicher. Okay, ich habe 8 Dias bekommen. Sehr gut.
Jetzt wollen wir aber auch schnell was schaffen. Nach, in 3 Stunden habe ich ja dann auch keinen VIP mehr. Baue den Metalltempel. Das habe ich schon mal begonnen, während ihr nicht hingeguckt habt. Der steht jetzt hier, denn ich habe in der letzten Folge mir den Sumpf geholt. Den habe ich, ups, hier zumindest versucht, ein bisschen frei zu räumen. Perfekt. Damit ich... Das kann noch weg. Hier kann nämlich noch ein Tempel hin. Damit ich nämlich hier die Fläche freikriege, ich würde gerne alle Tempel hier umstellen. Und das war ja eine Herausforderung. Wir sind gar nicht dumm. Im ersten Moment sieht dieser Platz zum Beispiel aus, als wäre der ideal für einen Tempel. Gucken wir mal. So. Was macht da Probleme? Richtig. Ein kleines Eck. Aber die Optik verrät dir eigentlich nicht, dass es irgendwie zu eng sein könnte. Und von daher sind die ganz schön trollig drauf. Die wollen nämlich jetzt, dass ich für 90.000 diesen Baum wegmache, damit ich überhaupt ein bisschen Platz habe. Aber gut, ich denke, wir machen momentan recht gut Gold. Das lässt sich verkraften. Vielleicht werde ich da noch mal ein paar Bäumchen wegmachen. Aber fürs Erste langt das, wenn dieser Teil hier weg ist, kann dieser Tempel dann auch noch rüber. Ich hoffe, dass... Oh Gott, warte mal. Oh nein. Okay, das war jetzt echt doof. Das reicht nicht. Natürlich, 90. Und dann nehmen nochmal 8.000. Na gut, aber vielleicht... Okay, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Dann werde ich hier, denke ich, auch nochmal freiräumen. Und dann habe ich zumindest nochmal ein bisschen Platz. Okay, okay, okay. So, wir haben die mystische Höhle erkundet. Ich hatte ja extra einen Schneedrachen besorgt. Und... 8.000 Gold, 200 Food, aber kein Kronos-Teil. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe gefunden, 2 von 3. Komm, eine hätte ich gerne noch gehabt. Euch 3 brauche ich sowieso nicht. Stufe 8 habt ihr auch alle 3. Dann erforscht mal schön weiter. Viel Spaß, Kinders. Erkunde die mystische Höhle. Sieh nur, was deine Drachen entdeckt haben. Das Licht, das wir gesehen haben, war die Reflexion dieses glitzernden Schatzes. Okay, sehr gut. Wieder etwas auf der Agenda geschafft. Kreuze einen Pflanzendrachen mit einem Wasserdrachen. Oh, jetzt geht's los. Aber da muss ich nur kreuzen. Da heißt es nicht, dass ich irgendwas Bestimmtes rauskriegen soll. Kreuze einen Feuerdrachen mit einem Wasserdrachen. Ich dachte, das soll man nicht kreuzen. Nehme ich ein Reinwasser? Ja, komm, benutze ich ja sonst nicht. War das echt Feuer mit Wasser? Nee, ein Pflanze mit Wasser. So, Pflanze mit Wasser. Pflanze mit Wasser. Pflanze. Na, 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 na. Ach, 6 Stunden. Na gut. So, bevor ich noch furchtbarer singe und euch die Ohren wehtun. Ah, da habe ich die Dinger gekriegt. Möchten wir... Oh, warte mal, ich habe noch einen Erfolg. Sammle 150.000 Nahrung von Farm ein. Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. Möchte ich heute noch mal auf dem Spielbrett ein bisschen fortschreiten. Und... Mal schauen, wie sieht mein Goldpool gleich aus dafür, dass ich den Sumpf geholt habe. Ist das doch gar nicht so verkehrt, oder? Könnte schlimmer sein. So, jetzt haben wir noch... 330.000. Das läuft doch bei mir. Optimal. Was haben wir denn jetzt noch? Das machen wir gerade. Das haben wir schon im Grunde so gut wie sicher hier. Besitze 12 Habitate und sammle 35.000 mal Gold von Habitaten ein. 35.000 mal Gold von Habitaten einsammeln? 35.000 mal? Oder 35.000 Gold? War 35... Was? Hä? Hä? Warte mal. Okay. Okay. Aber warum... Hä? Ich habe doch gerade eben schon Gold... Hä? Achso, das hat er wahrscheinlich gezählt. Oh, bin ich... Oh Gott, bin ich gerade froh, dass es... Da haben sie es aber doof erklärt. Mit 35.000 Mal. Das klingt ja, als sollte ich 35.000 Mal auf Habitate klicken, um Gold daraus zu looten. Das wäre furchtbar. Gewinne 4 Schlachten mit einem Metalldrachen, merken wir uns. Greife einen Drachen mit Metallelement an und kreuze Feuer an Pflanzenblut und einem super seltenen Sonnenblumendrachen zu erschaffen. Da steht es nochmal super selten. Ja, das haben wir auch erledigt. Der muss jetzt nur noch schlüpfen, der kleine Hacker.
Dich kann ich nirgendwo platzieren, dich verkaufe ich daher. Okay, Metalldrachen. Freundchen, du wirst ein wenig gefüttert. Damit ich mit dir wirklich ein wenig was machen und schaffen kann. Aber nicht zu hoch. Ich mach dich mal auf 8, weil die mystische Höhle-Level sowieso aktuell so auf 8 bis 10 sind. Und wir gucken mal, ob wir auf dem Spielbrett geeignete Gegner finden. Ich habe jede Menge Minen noch freigeräumt aktuell. Hier ist eine. Das ist voll geil. Da ist eine. Hier ist... Ups. Hier ist eine. Und da ist eine. Also, ne? Wollte es nur zeigen hier. Gold läuft bei mir. Also das, worüber wir uns oder auch gerade ich mich Sorgen gemacht habe, dass ich, wenn ich den Sumpf hole, echt pleite bin, das ist noch nicht eingetreten. Habe ich noch nichts davon gemerkt. So, was sind denn die geeigneten Gegner? Gucken mal, was haben wir denn heute für eine Aufgabe? Wasser. Welches Level hat der? Das ist 13. Den machen wir mal. Und anstatt Rell werde ich mir jetzt mal den Geri nehmen. Und dann können wir... Also mit den beiden schaffe ich das locker. Das ist jetzt nicht das Problem. Bam! Oh, wow! Der hat echt Glück gehabt. Heftig. Hast du Glück gehabt, Freund? So, eine Metalldrache kriegt den noch mit hin, oder? Guck so hin. Oh, sehr knapp bemessenes Fenster, um zu kritten. Und das mal hoffentlich nicht so bleibt. So. Sehr schön, dass du beide auf demselben Spielblatt... Auf demselben Spielblatt waren. Spielbrett waren. Oh Gott, das könnten wir glatt nochmal machen. Wie sieht's hier aus? 14, 15, 14. Ach komm, wir riskieren es jetzt einfach mal. Oh, da habe ich sogar ein bisschen zu früh geklickt. Macht nichts. Alles gut. Solange die meinen Metalldrachi-Drachi da nicht angreifen, ist alles gut. So. Metalhead. Wow. Okay, der richtet so gar nichts an den... Oh! Oh Gott. Okay, schon lange nicht mehr verfehlt. Das ist echt schwierig. Bam! Okay, der macht Lebensraub oder hat zumindest versucht. Hui! Es ist eigentlich wasted, dass ich die beide zeitgleich gekillt habe. Jetzt konnte ich ja gar keinen Metallangriff machen. Aber es macht jetzt nichts. Oh Gott, die müssen wir eigentlich auch nochmal machen. Den nochmal. Haben wir noch irgendwas parallel? Befreie dieses Gebiet. Oh ja, sehr schön. 16, 16, 16. Hm. Ja, schon aufgestockt. Nee. Nee. Wie sieht's hier aus? Ihr seid alle 17. Yeah. Und wir sitzen hier, besiege 4 Drachen mit schwachen Angriffen. Ja, dann komm, machen wir das nochmal. Und dann werde ich nochmal nur schwache Angriffe versuchen zu nutzen. Nem. Okay, ihr seid alle anfällig. Ganz toll. Machen wir mal den hier. Ha. Da haben wir doch was. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Also der wird jetzt nicht so viel ausrichten, aber wenn ich 4-mal mit schwachen Angriffen angreifen muss, dann... Ui, die kloppe ich... Ja, ich mache mir lieber das Schild. Die kloppe ich sonst einfach zu krass runter. Das ist dann Mist. Das ist schon mal Nummer 2. Metalli hat auch nochmal die Chance, für die Quest ein bisschen was reinzuholen. Metalli. Dich. Die Waffen nochmal, die anderen. Sehr schön. So. Ja, und jetzt brauchen wir bestimmt noch 2-mal für den hier. Und dann müsste ich eigentlich auch die Aufgabe gemeistert haben. Ich könnte jetzt sogar noch Drachenzaun nutzen. So, du buffst wieder. Ach,
Du machst das hier. Sehr schön. Du wirst ihn nicht gekillt kriegen, weil du noch ein bisschen klein bist. Süßer Giri. Er nimmt jetzt Lebensraub. Das macht uns überhaupt nichts. Wir waffen ihn jetzt auch nochmal doppelt. Und du machst jetzt den Finisher. So. Haben sogar 3 Sterne dafür gekriegt. Habe ich jetzt nicht? Besiege 4 Drachen mit schwachen Angriffen. Ach, nee. Ja. Schade. Ich dachte, das wären 4 Angriffe und nicht auf 4 Drachen aufgeteilt. Ich sollte vielleicht besser lesen. Egal, dann machen wir den nochmal. Und dann machen wir halt hier das nochmal mit den schwachen Angriffen. Das wird schon gut gehen. Zwar hat dieses Vieh da enorm viel Leben, aber den boxe ich einfach als allererstes um. Dann macht er uns keine Problemchen. Nein, Metalli! Nein! Okay, ich muss definitiv... Nein, ich muss den tatsächlich wegmachen, weil... Wenn der meinen Metalldrachen wegmacht, dann kriege ich da keine Punkte mehr. Nein, verfehlt! Ah! Ja, tschüss! Toll. Ihr seid auch gegen nichts wirklich anfällig hier. Na gut. Du bist... Ist das noch ab? Oh, der heilt sich echt gut hoch damit. Meine Herren. So. Ich würde sagen, Kale macht die Jens kaputt. So. Hatsch. Sehr schön. Okay, haben wir das. 3, kriegen schon mal unsere ersten 30.000. Merci. Jetzt hätten wir diese Drachen. Ach, da ist ja schon wieder dieser furchtbare Orangendrache. Besiege 4 Drachen mit schwachen Angriffen. Ja, das ist gar nicht so leicht, wie es klingt. Da werde ich mich aber offscreen weiter mit beschäftigen. Das haben wir auch hingekriegt. Das haben wir hinbekommen. Und... Ich glaube, damit haben wir auch die Sektion Metalldrache abgearbeitet, oder? Besiege 3 Wasserdrachen. Pflanze. Ja. Kreuze Feuer und Pflanze. Bringe einen Metalldrachen auf einen neuen Level. Und sammle 13.000 mal Gold von Metallhabitaten. Okay, ein neues Level kriegst du noch. Als Belohnung für deinen guten Job, Giri. Hast du toll gemacht. So, und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist aus deinem Habitat das Gold rauszulooten. Das müssen wir so oder so, wegen dieser wunderschönen 32.000 Gold, nee, 35.000 Gold Sammelaktion. Ich bedanke mich definitiv erstmal wieder, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns jetzt ja Wochenende, wir sehen uns wieder am Sonntag. Und mal sehen, was sich bis dahin fortschritttechnisch getan hat. Ich werde natürlich trotzdem täglich spielen. Aber mal sehen, ja, was ich noch so erreichen kann. Und vielleicht kann ich hier noch ein bisschen den Sumpf ausbauen. Genug Gold hätte ich ja eigentlich. Von daher vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.